warum wart ihr denn heute hier und habt am Kraftwerk hier mit Eisbergen protestiert? Ja, also das Datum hängt zusammen mit dem Weltklimatag, der ja letzte Woche war. Wir machen das als Moorburger zusammen. Unsere Gruppe heißt Moorburg Forever. Wir machen und zusammen mit den Wilhelmsburgern, weil die betrifft es vor allem wegen dem Feinstaub, der dann nachher in die Richtung vor allem gehen wird, weil der Wind oft von der Küste hier reinkommt. Und wir haben das zusammen mit der Trassenini gemacht, von nördlich der Elbe. Also ich denke, dass es einfach überhaupt nie einschlafen darf, denen immer wieder zu sagen, wir wollen dieses Kraftwerk nicht, egal wie weit es schon gebaut ist oder wie weit schon irgendwelche Verhandlungen sind. Also jetzt haben sie gerade grünes Licht für den Kühlturm und man könnte denken, dass das alles, das hat keinen Sinn mehr. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist und das sieht man auch, wie viele Leute das immer noch für falsch empfinden, dass dieses Ding jemals ans Netz geht. Also wir wollen eigentlich am liebsten den Baustopp und würden das Gelände, hätten durchaus kreative Ideen dafür, wie man es auch anders nutzen könnte, für ein großes Kulturareal oder wie auch immer. Und wieso wart ihr heute mit einem Eisbär hier und mit abschmelzenden Eispanzern, sage ich mal? Ja, wir haben natürlich gedacht, dass das bestimmt einfach auch nochmal symbolisch gut macht, Sinn macht, wenn man einem Eisbär gezeigt, Eisbären, deren Lebensraum dadurch bedroht ist, dass Polkappen abschmelzen, Eisberge immer dünner werden, irgendwann nicht mehr da sind und Eisbären ja sogar um ihr Leben schwimmen, weil sie keine Scholle mehr finden. Was würdest du gerne den Hamburgern heute an dem Tag sagen? Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass dieser Widerstand gegen Vattenfall bleibt, egal was die da schon, was die schon schaffen, also egal wie monströs sie einem entgegenkommen. Dass wir immer wieder dann irgendwo ein Zeichen setzen müssen und sagen müssen, wir wollen das nicht. Und ich glaube, es gibt mehr Hamburger, die das nicht wollen, als dass es Leute, die dahinter steht, gibt. Im Grunde, es wird ja gesagt, dass der CO2-Ausstoß von diesem Kraftwerk doppelt so hoch ist wie das, was die Hamburger Autos ausstoßen an CO2. Er sieht die Qualm in der Luft, die Landfabrik hat wirklich einen selberkranken Duft. Doch plötzlich passiert es, die Erde bebt und alles Asphaltierte zerbricht, als ob es lebt. Weit, weit fort, an einen anderen Ort. Ich hau ab.